Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge wieder auf der Dürrenroh zusammen mit dem Justin. Guten Tag, meine lieben Damen und Herren! Wieder in der Hitze! Ja, muss doch. Ja, ist angenehm, sehr, sehr schön warm hier. Hier am Mittwochabend. Wir haben uns dazu entschieden. Datum? Nö, Datum sagen wir nicht. wir haben uns dazu entschieden, dass wir mit der Grasernte direkt anfangen. Genau, deswegen fahre ich direkt vor. Ich habe mir ungefähr eine Reihenfolge überlegt, die mit Justin abgesprochen. Genau. Justin fährt erstmal den Wender mit dem... Hallo, was ist denn das jetzt? Direkt erster Kratzer im neuen Mehrwerk. Ja, Justin fährt direkt wieder mit dem neuen Wender. Hat schon gemeint. Was hast du vorhin gesagt? Was? Fühlt sich wie in den ersten Folgen. Ja. Außer, ja, erste Folge habe ich ja auch gewendet, ne? Ja, war das nicht sogar die, wo du dann noch so rückwärts runtergerutscht bist? Ja. Oh, man. Da kann vielleicht Ben jetzt das Video nochmal einblenden oder sowas? Ja, wär's ja sympathisch. Genau. Wir mähen heute mit unserem neuen Kuhn Butterfly. Wenden tun wir mit dem 400er und dem Class Center. Genau. Ich wende direkt hinterher. Nein, bitte warte kurz. Du hast mehr Arbeitsfreiheit als ich. Ja, okay, dann geht's. Weil sonst wäre wieder Krampf. Wir haben uns auch dazu entschieden, dass wir direkt alle Wiesen heute mähen, weil dann haben wir wieder alles auf einem Stand. Und müssen nicht immer irgendwie warten oder so oder nochmal mähen, sondern dass wir immer alles mit einmal haben. So ist der Plan. Hoppa, Sound. Also jetzt sieht ja auch nichts. Der 500er. Das ist 400er. Ja, meine ich doch. Damals noch der 500er, deswegen bin ich irgendwie ein bisschen bei den 500er. 500er, da war mit Scheidung. Stimmt, da war was. So, schreck mal erstmal hier die Was ist? Ist aber auch eng. Schreck mal erstmal die Schafe ein wenig auf, würde ich sagen, ne? Ich hab den schon Heu hochgebracht. Ist ja auch sehr schön. Haben die auch Heu gefressen, obwohl nur Gras dort steht? Da steht mir anscheinend ja nur Gras, aber die nehmen auch Heu. Okay, na dann. So, dann machen wir runter hier. Und dann gib mal Vollgas hier. Alter! Bei mir ist das gerade ein bisschen am Ruckeln. Ja, wird schon gleich wieder aufhören. Aber es kommt wahrscheinlich von dem LS in der Last drin. Burn me out, love just brings me down. Go inside like winter leaves, I slowly leave the ground. Hey, you come back, I wanna give you a chance. Love me like you used to, so we can learn again. The skin is getting brown, baby, drink your night away. Maybe we will not regret it, you will not regret me. Laying down under the sun, burning love cause we are young. No one tells us what's done wrong, cause it's just me and you. Just me and you.
just me and you. Könntest du ein bisschen Licht ausmachen, sonst sehe ich den ganzen Dreck auf meiner Scheibe. Nee, ich habe nur eine Lichtstufe an. Ah, okay, ja, dann ist schwierig. Machst du die Zeit auf 0,5, damit es zumindest ein bisschen weiterläuft. Wenn ich komplett stacks. Ich melde mich aber gleich an. Ja, alles gut. So, welche Wiesen haben wir noch? Wir haben dann noch jetzt unten bei den Kühen und dann oben, ne? Aber die haben wir doch normal. Ja und? Können wir ja trotzdem mähen. Einmal schlafi gemacht hier. Wir haben jetzt wieder 5 Uhr. Ja, genau. Ich hätte jetzt auf 2 gemacht. So, Justin fährt schon mal los. Wir fahren dann gleich die Presse. Schauen wir mal kurz so lang die Tiere durch. Also die Schafe oben haben alles. Die Hühner sieht auch sehr gut aus. Kühe auf der offenen Kuh, weil der haben auch genug. Und der Kuhstall dürfte das sein. Genau, da ist auch genug, alles fit. Da ist auch schon Milch rausgesprungen, 1000 Liter. Und hier oben sieht es auch ganz gut aus. Ist halt ein bisschen viel Gras drin, dadurch haben die so eine geringe Produktion. Naja, kann man nichts machen. Außer dann mal mulchen. So, schauen wir mal. Und so, das ist nach hier hinten. Mal auf hier. Zack. So. Sehr, sehr gut. Machen wir gleich mal hier durch. Wo fängst du an? 27. Okay.
Ich meine jetzt erstmal die unteren, die du alle noch mit den, also Mit der die du alle Presse. noch mit der Presse machen kannst, dann kannst du vielleicht umhängen aus dem Ladewagen. Ja, das ist sehr gut. Ich glaube, ich muss dann nochmal tanken fahren. Du, wenn, da muss ich tanken. Ich habe den letztens schon, ich habe meinen Johnny letztens schon voll getankt. Ja, ich habe den Klaas vielleicht einmal getankt. Ich habe ja. den jetzt schon zweimal getankt. Mit wie viel Stunden? 8,6. Digga. Aber ich hab einen kleineren. Ja, einen das kleinen stimmt. Tank, du hast einen kleineren Tank. Nee, ich habe. Es gibt ja großen und kleinen Tank. Ich habe einen kleinen Tank drin. Okay. Der kleine Tank hat aber auch 400 Liter. So, haben wir das Feld auch fertig. Ah, dann würde ich auch erstmal sagen, was ist mit der heutigen Folge für jetzt. In der nächsten Folge machen wir dann weiter mit dem Pressen und dann auch mit dem Ballen sammeln. Also schaut auf jeden Fall in der nächsten Folge. Und Ladewagen, das auch noch. Deswegen schaut auf jeden Fall in der nächsten Folge vorbei. Und natürlich auch bei unserem Partner G-Portal. Mit unserem Link in der Videobeschreibung spart ihr wie immer 10%. Und dann würde ich sagen, ciao Leute. Tschüss.